Zurück in die Gegenwart, wo es noch immer heißt, Ordnung muss sein und möglichst staubbefreit die Wohnung. Dafür braucht es neben dem Staubtuch in der Regel einen Staubsauger. Aber was kaufen? Günstig oder teuer? Marke oder No-Name? Staubsauger mit oder ohne Beutel? Andrea Frey hat 4 zufällig ausgewählte Geräte aus dem Elektrofachhandel ins Rennen geschickt und unter extremen Bedingungen den Härtetest gemacht. Das sind die Testkandidaten. Das Einstiegsmodell von Dyson ohne Beutel um 329 Euro und ein gleichwertiger Vertreter von Miele mit Beutel um 219 Euro. Die No-Name-Geräte kommen von Bono mit Beutel um 55 Euro und von Severin ohne Beutel um 79,90. Was spricht nun für oder gegen Beutel und sind Preisunterschiede bis zu 270 Euro gerechtfertigt? Erstens einmal werden die Multi-Zyklon-Staubsauger genannt, beide. Zweitens einmal haben sie im Gegensatz zu Beutelstaubsaugern eben keinen Beutel, was prinzipiell ein Vorteil für die Umwelt ist, weil man kann sogar die Filter waschen. Wenn ich mir das bei dem Dyson anschaue, der schaut so aus. Einmal im Monat muss ich den warm abwaschen. Nach jedem Staubsaugen, das gilt für beide, muss ich die Staubbehälter leeren. Das Pendant zu diesem Dyson-Filter bei Severin ist dieser hier. Für beide ist wichtig, dass man sie nicht nur einmal im Monat wäscht, sondern vor allen Dingen gut trocknen lässt. Würde man das nicht tun, könnte sogar der Motor korrodieren. Also wartungsintensiv sind sie schon, aber ich erzeuge keinen Abfall über irgendwelche Staubbeuteln, die ich entsorgen muss. Zum Vergleich dieser beiden Geräte: Das ist ein hochqualitatives Produkt. Das ist ein klassisches Wegwerfprodukt. Für das gibt es nicht einmal einen Ersatzteil. Da gibt es Zubehör zum Nachkaufen, aber keinen Ersatzteil. Wenn also zum Beispiel so ein Schnapperl abbricht wie das, oder? Dann können Sie den Staubsauger wegschmeißen, weil den kriegen Sie nicht mehr. Auch nicht den gesamten Teil. Und würde es den geben, war er wahrscheinlich teurer wie der ganze Staubsauger. Zu den klassischen Staubbeutelsaugern. Wo macht sich hier der Preisunterschied von 164 Euro bemerkbar? Wer billig kauft, kauft teuer. Denn in diesem Wegwerfstaubsauger gibt es keinen Ersatzteil, den man nachkaufen kann. Wenn man sich zum Beispiel allein die Verarbeitungsqualität von diesen Rädern anschaut, dann kann man sich vorstellen, dass wenn man einmal zu oft über einen Türstaffel fährt, dieses Rad bricht. Das ist das Todesurteil für diesen Staubsauger. Hier hingegen haben wir ein Modell. Ich kriege auch Schläuche, ich kriege auch Räder, ich kriege alles, was ich brauche, wenn es nötig ist. Aber im Wesentlichen funktionieren die 20 Jahre und ich habe kein Problem. Wenn man also die Kosten von diesem aufrechnet auf 20 Jahre, dann kommt man sicher auf einen teuren Preis als wie bei dem. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben hier schon eine sehr moderne Variante von Staubbeutel, das ist ein Vlies. Das hat den Vorteil, dass mehr Luft durchgeht. Das erhöht auch die Saugleistung. Wichtig in Zeiten der reduzierten Wattanzahl. Hier hingegen haben wir noch die traditionellen Papierfilter, die erstens einmal klein sind, oft getauscht werden müssen, zweitens geht nicht so viel Luft durch, also das ist ein Nachteil. Natürlich kosten diese Staubbeutel Geld. Das ist auch oft der Grund, warum Leute auf das Zyklonsystem umsteigen. Ein weiterer Unterschied zeigt sich bei den Filtersystemen. Beutelsauger haben 2, einen Motorschutz und einen Abluftfilter. Das Markengerät ist hochwertig ausgestattet und verwendet für die Abluft einen HEPA-Filter zur Abscheidung von Feinstaub. Der No-Name-Sauger hingegen verwendet für beide Filter billigste Schaumstoffqualität. Soweit die Theorie. Unsere Tester Karin und Harald Lokota schreiten zur Praxis. Auf 2 je 10 Quadratmeter großen Spannteppichen verteilen sie exakt 1/4 Kilo Theaterstaub. Den Anfang machen die Multizyklon-Staubsauger. Sie sind beide schnell zusammengebaut und schon kann's losgehen. Karin saugt mit dem Dyson DC 33C Allergy mit 750 Watt, Haralds Severin hat 800 Watt Leistung. Diese Geräte ohne Staubbeutel funktionieren nach dem sogenannten Zyklonprinzip. Das heißt, der Staub wird über einen Fliehkraftabscheider nach dem Rotationsprinzip in den Staubbehälter geblasen. Mit plus minus 90 dB sind sie auch etwa gleich laut, aber saugen sie auch gleich gut?
Das Saugerlebnis war sehr überraschend, weil sich der Staubsauger am Boden festgesaugt hat. Und er war sehr kräftig, habe ich den Eindruck gehabt, hat gut funktioniert. Für mich persönlich ein bisschen zu sperrig, weil er recht groß ist und ich habe das Gefühl, er rollt nicht so schnell, wie ich das gern hätte. Aber an sich war ich sehr zufrieden mit der Saugleistung. Also meine Saugleistung war sehr gut, so wie es wertig sich angefühlt hat beim Zusammenbau, ist es mir auch jetzt vorgekommen beim Staubsaugen selbst. Was mir da aufgefallen ist, das Kabel war etwas kurz und es ist gerade mal ausreichend gewesen für diesen Testversuch. Ich glaube, für zu Hause wäre es etwas zu kurz, man müsste öfters den Kabelsteckdose wechseln. Die Entleerung der Staubbehälter scheint hingegen für beide gewöhnungsbedürftig. Für Karin ein absolutes No-Go. Ich muss ehrlich sagen, ich würde aufgrund dieser staubigen Aktion zu einem Beutel tendieren, weil den nehme ich, schmeiß ihn weg, setz den neuen ein. Das Stichwort für die nächste Testrunde. Wieder verteilen unsere Tester je 250 Gramm Theaterstaub auf ihren Teppichstreifen. Gerätschaft zusammenstecken und Staubattacke. Harald saugt mit dem Miele Complete C3 Ecoline mit 900 Watt Motorleistung. Karins Bono saugt mit 1200 Watt. Auf die Lautstärke von rund 90 dB wirkt sich das nicht aus. Vielleicht aber aufs Saugergebnis. Sind 164 Euro Preisunterschied gerechtfertigt? Das Saugerlebnis mit dem kleinen, bebeutelten Staubsauger hat gut begonnen und leider Gottes auch sehr schnell nachlassen, weil am Anfang die ersten paar Züge war ich sehr erstaunt, dass er so kräftig ist und dann hat er ganz schnell an Leistung verloren und ich bin dann auch nicht mehr vorangekommen. Er hat dann einfach keine Leistung mehr gehabt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja diesmal das Markenprodukt und ich habe mich ja voller Länge überzeugt, von der Saugleistung bis über die Geräuschentwicklung beim Saugen bis hin zum Kabel, alles 1A für mich gewesen. Die Frage, die sich jeder vor dem Kauf stellt, Staubbeutel oder nicht, billig oder teuer? Die Gesamtbewertung. Von 5 möglichen Punkten vergeben unsere Tester an Miele 5. An die Zyklonsauger Dyson und Severin ex equo 4 Punkte. Und Bono hat am wenigsten überzeugt. Daher gibt's nur 2 Punkte. Unser Fazit. Es kommt nicht immer auf Preis und Größe an, nur die Leistung zählt. Und ob man lieber beutellos oder mit Beutel saugt, bleibt letztlich eine individuelle Entscheidung. Wussten Sie übrigens, dass in unserem Hausstaub bis zu 45 giftige Chemikalien stecken können? Amerikanische Wissenschaftler haben das nachgewiesen. Vor allem die Weichmacher aus diversen Konsumprodukten gefährden laut Forschern unsere Gesundheit. Um die Gefahr zu mindern, hilft nur eins: Staubsaugen.